das nennen wir das Ordnungsprinzip innerhalb der Natur und innerhalb der Heilkunde. Die Formen sind auch sehr untypisch. Ich muss sagen, ich sitze hier auch in meiner Rolle als Apotheker und als Naturwissenschaftler. Und ich habe hier immer auch zwei Herzen in meiner Brust. Mir ist es immer auch wichtig, dass es mir auf einem gesunden Fundament stehen und dass wir hier auf einem naturwissenschaftlichen Fundament stehen. Auf der anderen Seite gibt es das andere Herz. Das heißt, wir sind nicht nur ein Körper, wir sind nicht nur Physis und Materie. Die Mischungen sind nicht so, wie wir es gelernt haben. Wenn man Pharmazie studiert und wenn man Medizin studiert und wenn man einfach lernt, ja, was sagt das Lehrbuch? Wie soll man Kräuter einsetzen? Wie soll man Naturheilkunde einsetzen? Dann ist es schwierig, das mit den Mischungen, wie sie Wolle gemacht hat, in den Einklang zu bringen. Wolle war ein Vielstoffmischungsmeister, nenne ich es mal. Also man lernt nicht mehr als 5 Mischungen in einen Tee zu machen. Und dann bekomme ich hier eines Tages in meiner Apotheke diese alten Formeln auf den Tisch mit der Bitte, ihr macht doch so viel, könnt ihr das nicht auch machen? Und ich sage so, ja, lässt sich machen, leichtfertig. Stell dann fest, das ist wahnsinnig viel. Hier sind in den Wollemischungen sind bis zu 100 Kräuter und mehr in einer Mischung, in einer Formel. Mein erster Gedanke damals war, Der ist wahnsinnig. das ist zu sagst du. Aber mal eigentlich Neugierde, was ist denn das? Ja? Wo kommt denn das?